Hallihallo, meine lieben Leute, willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft Retail Version. Ja, immer noch mit den Soundeinstellungen so ein bisschen am struggeln, aber ja, so nach und nach wird's besser. Ich bitte das einfach zu entschuldigen, dass das jetzt in nächster Zeit vielleicht ein bisschen unkonstant ist und ein bisschen variiert. So, das war das Horn, genau. Im Osten befindet sich ein alter Belagerungsturm der Allianz. Jetzt suchen Plünderer dort nach alten Nägeln und Alteisen. Vor langer Zeit haben bei diesem Turm viele Krieger der Allianz ihr Leben gelassen. Ihr Banner wurde von einem widerlichen Ork-Kommandanten namens Urtak gestohlen. Stoßt bei diesem Belagerungsturm in das Kampfhorn der Unerschütterlichen, um Urtaks Aufmerksamkeit zu erregen. Vielleicht ruft es auch Krieger herbei, die vor langer Zeit in der Schlacht gestorben sind. Vertraut Gut. niemandem. Schauen wir uns das mal an. Urtak getötet. Ist das dort? Hier bei dem. Bei dem, ja, maroden Dings? Keine Ahnung, wie man es nennt. Stückchen Schrott. Ja, da ist er ja. Urtak. Wir haben sogar Unterstützung bekommen hier. Ist aber nicht notwendig gewesen. Ach ja, ich mag die, ich wollte die Höllenfeuer-Zitadelle sagen, die Höllenfeuer-Halbinsel. Früher mochte ich das nicht so gerne, aber keine Ahnung, mit der Zeit hat sich das geändert. Hoggard, der Kommandant des Rüstlagers, befindet sich im östlichen Turm. Ihr müsst ihm von eurem Sieg über Urtak berichten. Vielleicht ist er dann freundlich. Natürlich könnt ihr auch versuchen, eure Seele zu fressen. Bei Geistern wie diesen weiß man nie. Die Unerschütterlichen sind uns immer noch feindselig gesonnen und werden versuchen zu töten, wenn sie können. Seid vorsichtig. Es erinnert mich so an diese Stelle, wo Aragorn in Herr der Ringe diese Armee der Untoten da befehligt hat. Ja. So eine kleine Parallele könnte man da schon fast ziehen. Wir haben die Schlacht vor so langer Zeit gegen die Höllenorks verloren. Ihr habt uns unsere Ehre zurückgegeben, indem ihr Urtak getötet habt. Nehmt euch eine unserer Waffen. Wenn ihr gegen unseren verhassten Feind in den Kampf zieht, benutzt diese Waffe und die unter uns, die frei vom Fluch sind, werden euch zu Hilfe kommen. Bevor ihr geht, möchten einige, die vor Jahren beim Belagerungsturm gefallen sind, euch für die Zerstörung unseres Feindes die Ehre erweisen. Ah, hier. Wie nett. Das ist ja cool. Gibt aber keine Folgequest, ne? Ja. Na gut, dann sind wir hier durch. Dann werde ich jetzt hier zu diesem leeren Grat gehen. Also eigentlich hätten sie da machen können. Das ist übrigens eine Quest, die hatte ich so auf Allianz halt nicht. Das ist ausschließlich für die Horde. Ach, guck mal, der levelt übrigens nicht mit. Der ist Level 70 und bleibt es auch. Der scheint anscheinend nicht höherstufig zu werden. Weil ich nicht weiß, wenn ich jetzt ein höheres Level als 70 habe, ob er sich dann auch wieder auf 80 anpasst. Weil du ja hier auch mit Level 80 questen kannst, ne? Steht ja hier ausdrücklich. Oh, hier. Mine. Wie viel ist ein Teufelseisenerz momentan wert? Lass mich lügen. 16 Gold. Stellt euch jetzt mal vor, es gäbe dieses Level-Phasing nicht. Und dieses Level-Phasing ist ja Blödsinn. Dieses Level-System, wie wir es jetzt haben, dass sich die Gebiete anpassen, nicht. Dann wären wir in einem halben Level mit Burning Crusade durch und müssten nach Nordend gehen. Noch bevor wir ein einziges Gebiet in Burning Crusade abgearbeitet hätten. Nun, natürlich kann man jetzt an dieser Stelle auch anmerken, dass ich welches Level war ich, als ich in die Scherbenwelt gegangen bin? 65? Ja, also ich hatte ja einiges in Vanilla noch
noch geschafft, aber es ist einfach, es soll einfach klar machen, wie schnell man hier wirklich levelt. Also es ist einfach, ja. Also in der Hinsicht ist dieses System, was in Shadowlands gelten soll, dass man sich also, es geht ja nur bis Level 60. Das heißt, man levelt die ersten 10 Level oder wie war das? Ich weiß es nicht. Und dann sucht man sich aus, in welches Gebiet man gehen möchte, um hochzuziehen. Da frage ich mich natürlich auch, was mit den ganzen Vanilla-Gebieten wird. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Das ist übrigens der leeren Grad. Müssen wir einfach abwarten. Und dann wird das Addon wohl offenbaren, wie sich das Blizzard alles vorstellt. So, sind das jetzt die hier, die ich einfach töten muss? Oder muss ich irgendwas... Oh, hier ist erstmal eine Mine. Das ist halt Teufelseisenerz. Nehme ich hier mit. Ich muss näher ran. Jetzt werden sie sich herausstellen, ob die einfach so droppen. Jo. Und auch Schattenpartikel, hä? Kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn die jeweils nur zwei droppen, dann müssen wir tatsächlich 20 von diesen Mistviechern töten. Das ist ganz schön viel, finde ich. Oh, nur einer. Gut. Mehr als 20. Oh, der hat jetzt 3 gedroppt. Oh, vielleicht geht das so mit den 20 Pi mal Daumen auf. Keine Ahnung. Schattenpartikel haben wir aber noch nicht bekommen. Es gibt den, hier in dem, wie heißt das Gebiet, im Nethersturm. Gibt es hier, genau hier die Stelle meine ich. Oder meinte ich das hier oder ist es eher hier? Ne, ich glaube, das ist hier, bei der Mana-Schmiede. Gibt es irgendwo ein Feld voller Mana-Elementare. Und dort kann man sehr gut Urmana fahren. Und das ist tatsächlich noch ein bisschen was wert. Das habe ich mal eine Zeit lang gemacht und da war ich letztens auch wieder. Habe da aber relativ schnell gemerkt, dass da irgendwie die Dropchance wieder irgendwie angepasst wurde. Ich weiß nicht, ob Blizzard da regelmäßig was mitmacht. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum Leute sich dieses Urmana-Zeugs kaufen, für welche gecrafteten Items das auch immer benötigt wird. Irgendwas wird es da geben, was momentan gefragt ist. Ansonsten wird das Zeug ja nichts wert sein. Das ist genauso wie mit diesem Urfeuer. Keine Ahnung. Heißt, ich glaube, es heißt auch nicht Urmana, oder? Ich weiß nicht mal, wie es heißt. Also dieses Burning Crusade Mana-Element. Ja, das gibt's ja eigentlich in jedem. In jedem Addon gab es das, wobei ich glaube, momentan gibt es das gar nicht. Also in jedem ist falsch. In jedem ist falsch. Da habe ich so ein bisschen Angst, dass ich hier gleich runterrutsche. Falle ich da runter, bin ich hinüber. Da kannst du auch reinfliegen, aber irgendwann mountet man dann einfach ab, glaube ich. Oder man erschöpft. Ich weiß es nicht. Das ist echt eine reine... Eine reine Grind-Quest hier. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich von den Viechern schon getötet habe. Oh, doppelter Crusader-Pock. Merkt man sofort. Das sind Caster. Sieh mal eine an. Das sind Caster. Immer mehr von diesen Viechern hier. Oh, wir haben mal was Grünes bekommen. Immerhin das. 34 und 40. Das ist so weit entfernt. Ich muss zuerst etwas anvisieren.
36. Ich muss näher ran. Aber so, wie viel AP bringt der jetzt eigentlich so einer? Erholt sind wir nicht mehr, ne? Ne, sind wir nicht. 429. Wir brauchen 210.000 für ein Level Up. Ich bin außer Reichweite. Dieses, Design von den NPCs hier ist auch neu, ne? Ich glaube, das gab's noch nicht immer so. Die sahen früher ein wenig anders aus. Habe ich sie jedenfalls in Erinnerung. Da bin ich aber nicht ganz sicher. Junge, Junge. Ich weiß gerade gar nicht, wie muss man denn hier hin, wenn man nicht hier rüber fliegt? Na, hier. Guck mal, von hier. Wenn ihr im Bodenmount ist, musst du hier diesen ganzen Umweg machen. Ich muss übrigens mich daran erinnern, oder ihr müsst mich im Zweifel daran erinnern, dass ich mit Level 70 mir episches Fliegen hole, damit es einfach noch ein bisschen schneller geht, von A nach B mit dem Mount zu kommen. Denn mit Level 70 müsste das, glaube ich, gehen. Mit 70 kann man sich episches Fliegen kaufen. Und genug Gold haben wir ja. 14.000. Und es gab Schattenpartikel. Nicht, die habe ich die ganze Zeit wohl nicht wahrgenommen. Und da ist einer 9 Gold wert. Das ist nicht viel. Mana ist ein Vielfaches mehr. Oh, jetzt kommt dieses dämliche Scheißauge, ne? Auge von Gilrock hat euch entdeckt. Wann habe ich das Auge von Gilrock entdeckt? Jetzt haben wir wieder Feuerpartikel, da kann man mal kurz den Vergleich sehen. Mana-Partikel, Schattenpartikel 9 Gold, Feuerpartikel 63 Gold. Ja, das ist übrigens ziemlich viel, fällt mir gerade auf. Normalerweise ist so ein Feuer-Dingens kostet vielleicht, keine Ahnung. Ich hätte das so 300 Gold, aber 63 Gold momentan. Aber es gehen halt nur 6,27 im Schnitt pro Tag weg. Ne? Da muss man sich genau überlegen, ob man damit sein Gold verdienen möchte. Ich weiß allerdings auch nicht, wie groß das Angebot ist. Wahrscheinlich nicht so groß, wenn der Preis so hoch ist. Sprecht. Aus dem Abgrund. Mein Sphärenrestgenerator ist fertig. Ihr könnt damit jetzt einen wahren Prinzen der Leere rufen. Eine Kreatur, deren Seelensplitter uns deutlich mehr darüber verraten wird, was dahinter liegt. Geht nach Süden in den leeren Grat und benutzt meinen Sphärenrestgenerator in der Nähe der Steine der Leere. Haltet nach einer Gruppe von Kristallen am Ende des Abgrunds Ausschau. Ein riesiger Sphärenriss wird sich auftun, aus dem sich dann der Baron der Leere Galaxis erheben wird. Zerstört diese Kreatur und bringt mir seinen Seelensplitter. Und es gibt Crap als Belohnung. Kelso Pris. Dafür müssen wir wieder dort hinten hin. Ja, Bodenmauern wird man da auch wieder locker easy peasy, weiß nicht wie viel Zeit verlieren, nur um diese Distanz hier zu überbrücken. So kann man wenigstens Fluglinie einigermaßen. Natürlich muss man ein bisschen steigen, weil es hier ein bisschen, die Berge ein bisschen hoch sind, aber hier kann ich auch an der Seite vorbei, so zwischen den Berggipfeln durch. Wundert mich, dass hier gar keine einzige Mine ist. Bist du noch am Anfang, wo ich hier in Burning Crusade angekommen bin und wo ich in Shadrath Bergbau gelernt habe? Da hatte ich am Anfang, wollte ich auf Teufel komm raus bei einer Folge noch schnell eine Mine finden, um das zu probieren, ob das jetzt klappt. Da habe ich keine einzige gefunden. Jetzt kann man kaum 5 Meter weit fliegen, ohne dass man auf einen stolpert. Oh, das ist das Kristallfeld da, was er meint. Der ist auch schon. Oh, der ist. Der kann fliegen.
Ich will Crusader Prox. Wieso kriege ich keine Crusader Prox? Da habe ich welche. Oh. Easy. Gut. Und mit diesem Kampf beende ich den Part jetzt an dieser Stelle. Drückt mir die Daumen, dass das aufnahmetechnisch jetzt besser läuft als das letzte Mal, das vorletzte Mal und das vorvorletzte Mal. Ich werde es auf jeden Fall jetzt bearbeiten. Wir hören uns morgen wieder in alter Frische. Und bis dahin, macht's immer gut. Ciao.